Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben, hatten von Weihnachten geträumt und festgestellt, nö, und dann, okay, war halt kein Weihnachten. Nicht schlimm, wir haben an unserem Feld weitergearbeitet und da etwas viel Erschreckenderes festgestellt, nämlich, dass wir uns hier total verbaut haben. Ja, beziehungsweise ich habe mich verbaut und ich habe zugeguckt, wie ich mich verbaue und die ganze Zeit gesagt, boah, ey, bist du doof, oh nö, ja. Zu Recht, zu Recht, zu Recht. Die Frage ist, wie lösen wir dieses Problemchen? Es gibt jetzt zwei Varianten. Wir könnten hier noch eine Schicht Kies drüber setzen und das Wasser sozusagen ein nach hinten setzen. Das wäre eine Option. Ich glaube, den nehmen wir dann sogar wahr, denn das wäre der einfachste Rückbau. Was ist denn das? Hä? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Moment, 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 Moment. Okay. Cool. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, ob das bei allen Kisten so ist, weil ich muss dazu sagen, ich habe im Gegensatz zur letzten Folge hier diesmal nichts verändert. Ach, nice. Minecraft, du olles Schelmpaket, ja. Wo ich Minecraft gestartet hatte, hat es mich schon mit einem wunderschönen Merry Xmas, ja, begrüßt. Und na gucke, ja, da ich jetzt am 24. die Folge aufnehme, sind alle Minecraft-Kisten erstmal sehr weihnachtlich dekoriert. Finde ich cool. Das ist eine schöne, eine nette Idee. Mensch. Lass mal gucken, nicht, dass es noch andere Sachen gibt, die jetzt anders sind. Hehe. Cool. Ja. Schön. Nee, das finde ich echt klasse. Aber ich kann jetzt keinen Unterschied sonst erkennen. Der Rest sieht eigentlich mehr oder weniger recht normal aus. Beziehungsweise. Ich weiß gar nicht, ist das vom normalen Minecraft so gewollt oder? Sieht sehr pixelig aus, also würde ich fast meinen, ja, dass das einfach mal das Texture Pack überschreibt. Obwohl, ich will mal eins noch ausprobieren, ob vielleicht Monster anders sind. Wir gucken mal in unsere Monsterfalle. Weil das wäre auch mal interessant zu wissen, ob jetzt an Weihnachten einfach mal eiskalt Minecraft sagt: Hier, die Monster sind lustig, tralalala. Da muss man jetzt hier direkt mal testen und gucken und rumgucken und rumtesten. Wahnsinn. Also das finde ich sehr interessant und auch sehr cool. Eine Weihnachtskiste. Hammer. Ich höre schon die ersten Viecher. Und auch hier sehr weihnachtlich gepackt alles. So. Machen wir sogar noch ein bisschen Musik an. Sehr weihnachtliche Musik. Und da sind schon die ersten gelandet. Das Skelett sieht aber noch normal aus. Sieht sehr normal aus. Schade. Wäre jetzt lustig gewesen, wenn das auch super anders cool wäre. Komm her, ich will dich hauen. Nee. Ha, erwischt. Oh, wo ist mein Plünderungsschwert? Da. Weil den will ich so zerhauen. Hoffentlich ist ein Kettendings rumgekommen. Wie, nee. Aber es ist doch mein Plünderungsschwert. Huch. Zombie tot. Schade. Nee, also die Monster sehen ziemlich gleich aus. Da hat sich. Hallo? Da hat sich nicht wirklich viel verändert. Schade. Wäre auch lustig gewesen, aber das mit den Kisten ist schon geil genug. Aber das finde ich sehr interessant, vor allem, dass das auch noch über das Texture Pack drüber, also über das Resource Pack ja noch drüber schreibt. Das finde ich auch cool. So dass quasi jeder, selbst der ja, sich ein Resource Pack hier zu Gemüte führt, das immer noch sehen kann. Das finde ich richtig klasse.
So ein kleines Geschenk von Minecraft. Cool. So, wir wollten aber weiterbauen. Ja, sind wir total vom Thema abgekommen. Wir wollten ja natürlich weiter rumbasteln an unserer Farm, dass die endlich mal richtig funktioniert. Bis jetzt ja nur so im Ansatz. Ach, da auch. Ha, cool. Ist da schon was drin? Nein. No. Gut. Wir gucken zurück zu unserer Baustelle. Das war ja der eigentliche Sinn der Sache hier. Also an sich funktioniert das schon gut. Bloß nicht hundertprozentig. Das ist eben das Problem an der ganzen Geschichte. So. Machen wir hier erstmal das ganze Wasser dicht. Ja, Wassereimer haben wir noch da. Huch. Und dann probieren wir es gleich nochmal, aber dann gefälligst richtig. Was soll denn das hier? So, im Prinzip können wir es dann auch mit diesen Steinen hier auskleiden. Einfach weil wir es können. Machen wir das auch mal. So. Hier und da. So, der Sinn der Sache ist dann. Ja, nö. Hier will ich kein Gras. Nee, der Sinn der Sache ist dann, dass quasi das Wasser ein Block höher fließt und dementsprechend auch ein Block weiter vorne aufkommt und wir nicht alles neu bauen müssen, sondern einfach das so nehmen können, wie es ist. Und nur den Wasserfluss um einen verändern. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. So, so, und da drüben müsste man das ja dann auch nochmal machen. So, Schaufel ran. Erde weg. So, so, so. Direkt wächst hier Gras. Was soll denn das? Also, hätte man gar nicht wegbrauchen. Ist ja auch egal. Hätte man gar nicht wegmachen brauchen. Jetzt ist es eh zu spät. Zack. So. So. Und haben wir noch solche halben Platten? Ja. Dann werde ich hier nämlich noch jeweils eine halbe Platte draufsetzen, dass das Wasser nicht zur Seite abhaut. Ich hoffe, das geht dann so. Sieht aber ganz gut aus. So. Und die nächste Frage ist, ob das mit den Kies jetzt, wenn wir da doppelt Kies haben, ob das hinhaut oder ob es da Problemchen gibt und vielleicht ein Kiesblock verschwindet. Ich hoffe einfach mal nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass das so, wie es ist, hier geht. Ja, doch. Sieht eigentlich ganz gut aus. So. 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 Ein paar Fackeln gesetzt, damit wir nicht so lange rumfackeln. Können auch mal Musik anmachen, stelle ich gerade so fest. Wo ist die Jukebox? Auf jeden Fall da oben ist das Techno Jav Jab. Und da ist ja ein Geschenk. Unter Weihnachtsbaum steht ein Geschenk. Toll. Moment. Egal, da verquetsche ich jetzt auch. Das ist mir egal. Ich mag Geschenke unter Weihnachtsbaum stellen. Ich brauche mehr Holz. Verflixt. Da ist Holz. Naja, das will ich aber nicht nutzen. Menno. Egal. Hier, zack. Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Yay. Achso, geht das ja gar nicht. Weil wenn ich da jetzt. Stellen wir es so hin. Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Hui. Ich brauche unbedingt Holz, damit wir noch mehr Geschenke bauen können. Damit das effektiv unterm Weihnachtsbaum schön aussieht. Haha. Ja, vielleicht. Vielleicht ist das Spiel sogar so intelligent und beschert uns dann morgen am 25., was wie es ja in Amerika üblich ist. Gut, in Schweden vielleicht nicht, da wo das Spiel herkommt, aber in Amerika halt. Da gibt es ja erst am 25. morgens die Geschenke. Und dementsprechend, vielleicht, wenn wir jetzt Geschenke unter Baum stellen, sind die dann hoch. Vielleicht einen Tag später gefüllt. Das wäre voll geil. Ich würde mich voll abfeiern. Und auf einmal dann die Geschenke, wenn da irgendwas drin ist, muss auch nichts Wichtiges sein, einfach irgendeine Kleinigkeit. Aber wenn das funktionieren würde, boah, würde ich abgehen. Leute, und jetzt haben wir vergessen,
Nee, vergessen. Was heißt wir? Ich habe vergessen, das zu machen, warum wir da hochgerannt sind, nämlich eine Platte aufzulegen. Ich wollte doch Musik machen. Ah, was so? So. Musik, Musik, Musik. 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 Komm zurück. Schallplatte. Ist hier was drin? Nee, hier ist bloß Redstone. Aber kein Holz. Mist. Hier ist Holz. Ja, wir gehen mal zurück zum Lager und holen da Holz. Das passt schon. Macht jetzt auch nicht den großen Unterschied. Auch wenn wir jetzt wieder von der Musik wegrennen. Aber das ist egal. Ja, wozu haben wir sie aufgelegt, wenn wir jetzt. Meine Hundis sitzen auch auf. Tick, Trick und Track. Ihr Eulenrabauken, habt ihr euch wieder die Geschenke gesichert, hä? Ihr braucht ja gar nicht so zu gucken. So lustig. Ah, ist das lustig. Das muss ich sagen, das versüßt mir tatsächlich die Aufnahme ungemein. Aber sowas von. Meine Güte. Gut. Ich brauche Holz. Ja gut, so viel nicht. Hälfte tut's auch. Zack. So, einmal hätte ich noch ein Geschenk. Ne, zwei sogar. Zwei Geschenke, weil wir wollen ja zwei ineinander packen, damit wir da eine lustig bunte Truhe haben. Erstmal noch ein kleines Steak. Auch wenn Schweinchen ist, dann tauschen wir das wieder aus und nehmen normales Steak mit. Ja, auch nicht so viel. So, das reicht. Denn ihr habt mir ja gesagt, es macht keinen Unterschied, ob wir immer dasselbe essen oder nicht. Also, ja. Hätte mich ehrlich gesagt aber auch gewundert. Hätte mich tatsächlich gewundert. Und ich glaube euch auch. Aber trotzdem habe ich es irgendwo mal aufgeschnappt und na, das ist bestimmt so ein Minecraft-Gerücht. Was dann so irgendwo sein Unwesen trieb und irgendwer hat es gehört und dann, wie ich jetzt so für bare Münze. Ja, ich, gut, ich habe es ja hinterfragt, also daher. Aber, ne? Es gibt ja Leute, die hören das, was? Oh, nö. Und dann sofort, so ist es, obwohl man überhaupt keine Beweise dafür hat. Egal. So. Schön. Da weiß ich schon fast gar nicht, was ich hier als Thumbnail benutzen soll für die Folge. Entweder den Baum mit Geschenken drunter oder die drei Strolche, wie sie da am Baum sitzen. Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht wird es auch was ganz anderes. Aber hübsch ist es allemal. So. Der Teil geschafft. Hier, das haben wir auch präpariert, dass es hier runterläuft und eins weiter vorne ansetzt. Ich hoffe, dann passt das jetzt. Und läuft das dann bloß bis zur Kante. Ansonsten müssen wir da nochmal irgendwie noch was davor setzen oder so. Das kriegen wir aber auch alles hin. Jetzt gehen wir erstmal hier schlafen. Es könnte sein, dass unser Feld jetzt nur genau zur Kante geht. Wenn das so ist, dann müssen wir da einfach nur eine Blockreihe davor setzen. Dann hat sich die Laue gegessen. Denke ich mal. Doch, ich denke, das würde den Trick. Ich würde den Trick tun. Erledigen. So. Ach ja, hier unten ist ja der Hebel. Na dann. Wassermarsch. Und da kommt das Wasser an. Aber. Hä? Moment. Ein kleines Problemchen sehe ich gerade. Warum geht es hier nicht weiter? Haben wir uns hier verzählt? Kann das sein? Das ist jetzt natürlich eher suboptimal. Na gut, dann sammeln wir wenigstens erstmal das bisschen Ernte ein, was bis hierhin gekommen ist. Ach so, jetzt sind wir voll. Das ist ja doll. So, was können wir wegschmeißen? Möhren. Möhren. Ja, da können wir gleich austesten, ob da alles ankommt, wo es hin soll. So. So. Flup. 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 Und flup. Ja, das funktioniert soweit. Kartoffeln nehmen wir natürlich auch alle mit. So.
Hier haben wir alles, ja, hier haben wir alles. So. Oh, so viele Kartoffeln. Oh, toll, Kartoffeln. Halt, da sind ja auch noch welche. Hier am Rand auch noch welche. Nö. Aber auf der anderen Seite am Rand waren welche runtergefallen. Das hatte ich bemerkt. Das war meinem scharfen Auge nicht entgangen. Hm. Das bedeutet, wir müssen die Ränder höher bauen und hier müssen wir dann auch noch was tun mit dem mit der Kante. Das geht so natürlich überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, wieso. Hä? Wie konnte denn das nur passieren? Hm, das Problem ist, wenn wir jetzt hier diese eine Kante mit Erde füllen, dann müssen wir hier eine weitere Kante. Ach, ja, meine Güte, machen wir es halt. Aber erst stellen wir mal das Wasser ab. Da können wir auch das Feld neu bepflanzen. Halt. Ich will einfach das Zeug hier reinschmeißen, um zu gucken, ob das alles funktioniert. Platsch, platsch, platsch. Plupp, plupp. So, und da kommt alles an. Ja, doch, das funktioniert wunderbar. Aus, aus, Wasser, aus. Hm. Gut, dann machen wir es halt so. Kommt halt hier noch eine Ecke hin. Funktioniert das dann mit dem Wasser, was wir geplantet haben? Dann müssen wir das auch einen nach vorne setzen. Es könnte sein, dass wir das auch einen nach vorne setzen müssen, aber auch das, wie schon gesagt, nicht das Problem. Kriege ich mal alles hin. Moment, warum mache ich? Ach ja, 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 jetzt, ja. Doch, alles seine Richtigkeit. Hat alles seine Richtigkeit. Richtig wichtig. So. Wenn ich jetzt hier ein Feld draus baue, wird das dann versorgt mit Wasser oder geht das ein? Ich kann es ja mal hier testen. Ich glaube, die Blöcke bleiben trocken. Hm. Hm. Nee, sie werden doch versorgt. Passt. Klasse. Passt trotzdem. Alles klar, dann brauchen wir das gar nicht so stark umändern. Dann reicht's ja eigentlich, wenn wir hier und da setzen. Einfach so einen nach vorne. Da brauchen wir ja noch nicht mal. Obwohl, das nehme ich trotzdem weg. Einfach weil ich es kann. So und so. Und hier wird noch umgebaut. So. 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 Umgebaut, bis die Hacke kaputt geht. Und genau das ist gerade passiert, obwohl es kein zerbrechendes Geräusch gab. Egal. Hacke ist kaputt. Ah, wir brauchen früher oder später dann sowieso eine neue, daher. Hm. Egal. Wasser, und das bedeutet, hier müsste dann die Reihe Stein hin. Weil da soll es ja noch drüber fließen. Wenn wir es jetzt hier runterbauen, dann fließt das, aber dann fließt es nur bis zur vordersten Kante und das bringt uns rein gar nichts. Es muss ja quasi über diese Kante hinaus, damit das weiter fließt und alles wegspült. Dementsprechend sollte hier nochmal eine Reihe Stein sein. So, machen wir so. Stein oder was auch immer, auf jeden Fall ein ganzer Block. So. Hier geht schon wieder alle, ne? Ja. Habe ich mir doch gedacht. Und jetzt sollte die Farm auf jeden Fall funktionieren. Es sei denn, es gibt wieder so eine kleine Komplikation, mit der keiner hätte rechnen können. Außer die damit rechnen. Die rechnen sowieso mit allem. Ja, da kann man gar nicht, da kann man gar nicht gewinnen gegen die. Die rechnen einfach mit allem. Ja, die rechnen mit Zahlen, die rechnen mit Buchstaben. Ah, furchtbar. Diese Rechner, die. So. Versuch. Nummer, keine Ahnung. Gib ihn.
Und wie sieht's aus? Wunderbar sieht's aus, bloß dass hier alles mir entgegenfällt. Also müssen wir die Wand auf jeden Fall auch verstärken, denn sonst geht das hier nicht. Und das ist auch noch ein Problem, dass die ganze Kacke hier in der Mitte landet. Das sollte so nicht sein. Das sollte hier nicht alles in der Mitte landen. So. Aber wenn es denn einmal schwimmt, dann müsste es direkt runterfallen. Oh, verflixt. Jetzt bin ich voll runter. Ja, egal. Ah, hier liegt alles daneben. Alles daneben. Wir hauen mal. Toll. Ist die Kiste schon voll? Nö. So. Gucken. Hui. Hui. Auf jeden Fall ist das Feld ready zur Abernte. Die Frage ist nun... Ja, das sortiert sich mit der Zeit hier alles ein. Ist ja nicht das Problem. Wir brauchen zweimal Kartoffeln. So, das kann ja weg. Ich hätte mir direkt eine neue... Naja, egal. Nee, brauchen wir ja trotzdem. Okay. Zweimal Möhrchen. Zweimal Kartoffeln. Und dann noch für den Weizen ganz viel ein Geschenk. Ich brauche zwei Stöcker. Ja, gut, haben wir vier. Dann haben wir wieder mehr, als wir brauchen. Und das. Oh Gott, jetzt wird es langsam eng hier im Inventar. Da können wir mal ein bisschen was wegschmeißen hier. Zombiefleisch zum Beispiel, brauchen wir nicht. Den Rest brauchen wir. Gut, hat sich damit erledigt. Wohnt da wer? Hallo? Ich versuche gerade zu lauschen. Nein, wohnt keiner. Schade. Na gut, ich würde sagen, wie wir hier das Feld zu neuer, oder dem Feld zu neuer Blüte verhelfen und alles mögliche ja dran anpflanzen, das sehen wir alles in der nächsten Folge von Minecraft. Schon morgen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja. Doch. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage, haut's rein und ciao, ciao.